Ein herzliches Willkommen zurück. Ja. Mein großes Übel ist, dass ich jetzt hier einiges da lassen muss. Von dem ganzen Loot. Klamottenfragmente lassen wir auch nochmal da. Ösen. Ich habe jetzt mal so ein paar Sachen mitgenommen. Ja. Ein paar Sachen. Ich brauche halt was zum Futtern. Und den Rest, glaube ich, brauche ich nicht. Ich habe genug zu trinken jetzt mit. Und wir machen uns jetzt einfach mal auf den Weg. Und gucken mal, ob wir noch woanders rauskommen. So. Dann latschen wir mal da hoch. Und bin mal gespannt, wo mich die Reise noch hinführt. Weil wir haben Tag 18. Und irgendwann mal kommen wir hoffentlich jemanden besuchen. Hier teilt sich der Weg. Eine geht hoch. Und er geht runter. Hm, jetzt ist ja jetzt wirklich schwierige Frage. Ich gehe mal hier weiter, ne? Heiler ist halt mal genug. Was mir halt noch fehlt, ist was für die Armbrust zu machen, ne? Ja, schrei mich mal links an. Genau. Wir können aber auch erstmal die anderen Pfeile verballern. So. Nur, dass du es weißt, Mädchen. Nehmen wir jetzt erstmal die anderen Pfeilchen. Pfeilchen, genau. Tja, wenn ich könnte, würde ich was mitnehmen. Aber ich bin im Moment hackedicht. Genau. Deswegen laufe ich auch mal weiter. Ich müsste vielleicht auch mal wieder zurück und dann die große Stadt looten, weil eigentlich vom Level her bin ich ja relativ gut dabei. Das werde ich wahrscheinlich jetzt auch mal angehen. Ach du, du, du. Du hast mich gehauen. Ins Gesicht. Dankeschön. Ja. Also irgendwas habe ich mit meiner Seed-Auswahl echt falsch gemacht. Danke, nein. Ich hab schon. So, hier kommt wieder ein Biomwechsel angeblich. Auf. Ich glaube, ich werde mich auch Richtung Heimat wieder machen. Ja. Und zwar machen wir das so. Wir trinken mal ein Käffchen. Oder nee, ein Bierchen geht auch. Aber ich bin nicht satt. Mist. Dann mache ich mich mal. So, dass ich mir was gönnen darf. Ja. Schlitz. Die Richtung ist ja ganz gut. Ich latsch mal nach Hause. Zu meiner Hütte. Und dann werde ich Munition hochkraften, so gut es geht. Wenn es geht, natürlich. Nur wenn es geht. Und dann werde ich mal in die Big Town 00 Stadt gehen. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, es ist ein Schritt zu laufen, ne? Das auf jeden Fall. Ein gutes Stück zu laufen. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und dann wollen wir mal 00 statt. Zombies, Ferals, Spucker. Die kriegen es alle mit mir zu tun. Ihr habt mir meine Freunde genommen. Und dann nehme ich euch euer Leben, das ihr nicht mehr habt. Klingt irgendwie schwierig. Und ich hoffe, dass bald die 13 rauskommt. Dann kann ich ein neues anfangen. Mit einem neuen Seed. Und ich werde ihn auf jeden Fall nicht so nennen wie diesen jetzigen Seed. Dieser Seed ist der stadtlose Seed. Ja. Auf jeden Fall gibt es hier ein bisschen Kohle, aber das ist mir eigentlich wurscht. Im Moment brauche ich keine Kohle. Ich bräuchte alle Bücher der Welt. Das ist auch schwierig geworden. Mit den ganzen Büchern mittlerweile.
Aber die Kohle wächst wenigstens oben. Kann man sich überall holen, hier in den Waldbiomen, echt viel von den Bäumen, die da gestorben sind und irgendwann mal begraben worden sind. Und dann wurden die zu Kohle. Denke ich jedenfalls. Na, gleich sind wir da, oder? Es gibt nur zwei Städte hier. Die kleine, wo ich gespawnt bin. Und die große. Das macht mich traurig. Na gut. Aber ein bisschen Live-Play können wir ja machen. Dann twitch ich mir ein und mit einem anderen sieht. Fertig. Wow. Wie der mich anschreit, der Junge. Er weiß wohl nicht, mit wem er es zu tun hat. Nein, nein. Aber diese Lauferei hier ist schon hart, Cora. Ja, da waren wir schon mal. Dann gehen wir weiter. Und hopp. Und gleich sind wir da. Hat doch nicht lange gedauert jetzt. Und dann schnappe ich den Kram vom Store oben. Und dann gehe ich rüber zu der kleinen Stadt. Vielleicht ist ja wieder Loot dort. Das wäre doch eine coole Sache. Und dann gehen wir in die 00. Jetzt ist es Zeit für die 00-Stadt. Jetzt oder nie. Ich dachte schon, da lag ein weißer Hase. Ich habe das weiße Kaninchen gesehen. Ja, ich würde ja gerne noch ein paar Federn looten, aber es geht halt leider nicht. So, ich würde sagen, wir gönnen uns noch ein Bierchen. Kann man doch eine Pille nehmen. Und ab dafür. Schön voll. Und go. Vielleicht kommen wir mit zwei Bierchen hin, dass wir es bis nach Home, bis zum Homestadt schaffen. Ja. Oh, Gott sei Dank ist mein Männerschnupfen wieder weg. Ganz schrecklich war der. Ich sag's euch. Schrecklicher Männerschnupfen. Oh. Da sind auch noch Leute. Die wollen mich begrüßen. Ja. Gibt nicht viel zu erzählen heute, glaube ich, weil es ist die ganze trostlose Karte hier, die bringt mich zum Verzweifeln. Oh, dicker Bär. Hallo Bär. Joa, brüll mich mal an von links, rechts, Mitte. Wie er läuft. Was haben wir denn hier noch Schönes? Eine gelbe Jacke haben wir hier. Warte mal, ich glaube, den loote ich hier, den Platz. Wenn wir gerade mal gucken, wer alles kommt. Ich weiß nämlich nicht, ob der Bär kommt. Hat die sich gerade geduckt? Hast du dich gerade geduckt? Kaffeebohnen. Au. Au. Hat er mich gehauen, der Onkel? Das Problem ist, wenn er mich jetzt stunt, bei den ganzen Leuts hier, da wird es schwierig. Ich mache jetzt erstmal so, dass ich mir mal meine paar Sachen mal ablege zum Looten dann. Da kann ich nämlich auch mal looten. Nämlich auch wichtig. Komm her. Warum komme ich da jetzt aus dem Menü nicht raus? Nein, 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 nein. Lass mich mal in Ruhe. Der will mich ärgern, hier einer. Großer, mach mal was. Wo man da manchmal in dem Menü festhängt. Das ist so grässlich. Geht euch das auch manchmal so? Oh, der war ja doof. Könnt eigentlich mal eine Pille essen, ne?
werden immer mehr jetzt. Und die Dicken sind dabei, ne? Wow. Hat eine Schematik dabei. Immer mal schön nach dem Rücken gucken, ob der frei ist. Hier wegen den Kriechern auch, ne? Kleiner Schabernack. Jetzt sind noch die zwei Dicken und dann ist gut. Vielleicht ist noch ein Dicker. Siehst du? Die ist noch schön abgetaucht. Oder? Du auch noch. Genau, du auch noch. Komm her. Komm, mein Schatz. Komm her. So. Jetzt will ich mal ganz schnell nochmal. Ganz schnell mal abgeben. Und gucken, was die noch dabei haben. Tot, tot, tot. Noch was zum Naschen. Ich muss mich endlich mal freimachen von dem ganzen Mist, den ich mit beitrag. Um mir rumtrag. Ja, ist viel zu viel. So. Gucken wir hier nochmal rein in den Mist. Hab ich gerade gedacht. Schauderbar, sehr schauderbar. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht doch eigentlich gut aus. Ist das eine Jacke, die ich schon hab? Na, dann kann die ja weg, ne? Der Woodenklapp kann auch weg. Den brauche ich nicht. Warte mal, das verstecken wir mal hier rein. Ach, das geht ja gar nicht da rein, haha, oder? Geht das da rein eigentlich? Siehst du? Können wir Feuer machen. Verbrennen wir den Scheiß. Die Schematik, die kann ich schon. Kommt auch weg. So, Klamottenfragmente. Schwierig. Da nichts drin. Da ist nochmal Suppe drin. Was haben wir da noch? Loot. Die große Frage natürlich, wohin mit dem ganzen Loot? Ach, da kommt einer. Ein grüner Woodenklapp, aber brauche ich nicht. Das hier ist schon eher was. Das ist doch schon eher was. So, was hatten wir noch? Wir hatten doch hier noch was. Shotgun Barrel. 183er Shotgun Barrel. Oh, da ist die ja wohl um einiges besser. Und tschüss. Nehmen wir uns mit. Kann ich nicht nehmen. Das brennt gut. Das ist schön. So. Sind wir durch? Ist das irgendein Magen, der da so rebelliert? Guck mal jetzt. Das kennen wir doch auch schon hier, ne? Ja. Was wir machen können. Ach, schon wieder alles voll, ey. Das gibt's doch gar nicht. Aber die Batterie, die kann ich auch mal wegscrappen. Passt doch da oben mit drauf. Ja. Das ist einfach viel zu viel Zeug. Ja. Viel zu viel Zeug mittlerweile. Ich muss mich trennen. Ob es mir schmeckt oder nicht. Ja, war auch schon, ja. So, das. Das haben wir also alles. Jetzt müssen wir nur noch den Loot aufteilen. Ich muss ein bisschen abgeben mittlerweile. Ein paar Schluck Kaffee würde ich gerne mitnehmen.
Das grüne Ding nehme ich auch mit. Ja, das andere kann jetzt hier bleiben, ne? Die Hunting Rifle Parts. Hatte ich dann welche oder nicht? Schwierig. Dann würde ich sagen, werde ich mir mal die Stelle hier merken. Das leere Glas brauche ich ja nicht, ne? Schon wieder eine Sache zu mitnehmen. Das blaue hier. Eier können wir nochmal essen. Ist immer gut. Können wir noch irgendwas tauschen gegen Hunter Rifle Part? Nee, gell? Dann gehen wir weiter. Ich würde sagen, mach schon mal einen Wegpunkt hierher. Und trinken wir uns noch ein Bierchen, ne? Ne? Ich hoffe, ich habe alles mitgenommen, was ich mitnehmen wollte. Wenn nicht, habe ich Pech. Warte mal. Die Rohre kann ich doch noch scrappen. Ich hatte noch Rohre dabei, die Pipes. Guck mal da. Da, da. Da, guck mal, die Pipes. Die kann ich noch scrappen. Dafür haben wir noch Platz. So, und ab geht's. Schönes Bierchen im Kopf und los. Ja, der Straßenbauer hier, der kann aber auch nicht seinen Job mehr ausführen, glaube ich. Den haben sie da auch rausgeschmissen. Oh, nicht noch die Beine brechen, Junge. Ey, Junge, nicht noch die Beine brechen. Da hinten steht ein Haus, das gucken wir uns nochmal an. Ich weiß nur nicht, ob ich da schon war. Nee, da war ich noch nicht. Dann looten wir uns das Haus nochmal. Ach, das war dumm. Das war zu dumm zum Zum. So, geht's weiter. Wir werden immer nur hoffen, dass noch eine Schematik hier irgendwo rausspringt. Mal die Seiten tauschen. Oh Mann, ey, jetzt leckt's. Also ganz ehrlich, so wird es nix, ne? So wird es nix. Na, 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 nicht von hinten ranschleichen, ne? Das haben wir nicht gewettet. Und du auch. Du haust mich. Du haust mich. Du haust mich. Nee, 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 so nicht mit mir. So nicht mit mir, Jungs. Schlagabtausch. Oh, das ist schlecht. Ich blute. Jetzt warten wir ganz schnell mal in die Ecke hier. So. Jetzt ist gut. Jetzt geht's weiter. Hast du nicht gedacht, dass ich noch so einen Medipack hab hier? Und drauf und wieder und du auch gleich, weil du nicht richtig angezogen bist für die Jahreszeit. Zwillinge, ah, komm her. Krieg beide. Krieg beide auf die Nüsse. So, was hast du dabei? Nix, natürlich. Aussätzige. Nichts Gescheites haben die dabei. Alles nur so Kram. Was willst du von mir, Dickerchen? Du stinkst unterm Arm. Dein Bauch ist ganz schimmelig. Oh, jetzt hat er natürlich einen dicken Gore-Block hier hergestellt. Ach Mist. Gut, gut, gut. Ist ja gut, Junge. Ganz brav. Scrap. Gut. Dann gehen wir rein. Gucken nochmal. Ob wir drinnen was finden. Was gibt's hier drinnen? Oh, lecker Essen. Das gönne ich mir gleich mal. Vielen Dank. Shiny Food.
Ach, also ein Kram überall. Und nie das, was ich brauche. Lustiger Hut. Ja, dass ich Sens bin, das weiß ich. Wie, die wollen hier rein? So. Trotzdem will ich da rein. Wie weit sind sie dann? Ich höre sie stampfen, aber wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Genau, genatzt. Sehr klein hier drin. So, den machen wir noch auf. Und dann gucken wir mal, dass wir Leine ziehen. Wir sind auch schon in der über eine Minute jetzt. Und ihr seht, was hier drin ist in der nächsten Folge, ihr Lieben. Also macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao. Bye, bye.